Willkommen zurück bei Mechanica. Ja, wir suchen immer noch ein paar Bauteile hier von unserem von unserem coolen Roboter. Nämlich einmal hier dieses Mikrowellengerät, den Kettentrieb, den Benzin, den Benzinkanister. Hier so den, es wird wahrscheinlich der Schweißbrenner sein und das können wir aus den Köpfen machen. Nur die Köpfe müssen wir irgendwie abbekommen. Und da ist mir gerade noch was eingefallen, vielleicht könnten wir das bei unserer guten Freundin Agatha machen. Oder vielleicht können wir denen das auch geben hier. Gefallen euch die Puppen? Die sind wunderschön, aber wir können sie nicht annehmen. Wenn wir noch mehr Puppen mit nach Hause bringen, werden uns unsere Liebsten rauswerfen. Ach, ihr Idioten. Okay, vielleicht mit dem Bild von meiner Oma? Vielleicht eher nicht. Okay. Vielleicht kann ich das Papa zeigen. Oder Mama. Oder wem auch immer. Okay, ich brauche kein Brot oder Gebäck. Okay, der hat immer noch keine E-Mail geschrieben. Dann gehen wir mal jetzt weiter. Und hier können wir auch nicht das Dings von abbauen, ne? Schade eigentlich. Hier rein. Mist. Okay. Da wäre ich auch gerne reingegangen in den Laden. Okay, wir gehen jetzt hier mal rein. Zu unserer guten Freundin, der Agatha. In ihrem... Genau. In ihrem Heiligtum sozusagen. Können wir das vielleicht hier einmal absägen? Agatha, können wir die Köpfe dieser Puppen abpacken? Ja, natürlich. Gib sie mir. Die Agatha regelt das. Oh Gott. Du willst nur die Köpfe, richtig? Ja, ich habe kein Interesse an den anderen Dingen. Fertig, hier hast du die Köpfe. Was machst du mit ihnen? Ich habe da ein Projekt im Kopf. Im Moment kann ich dir noch nicht sagen. Hm, wie mysteriös. Naja, du kannst es mir zeigen, wenn du fertig bist. Ja, das mache ich. Die ganze Welt wird es wissen, wenn ich meinen Plan umgesetzt habe. Ich mache jetzt weiter, aber danke für die Hilfe. Ja, kein Problem, bis später. Alles klar, wir nehmen die Köpfe. Und aus den Köpfen machen wir die Projektile. Die Puppenköpfe wiegen eine Tonne. Wenn man die mit Wucht schießt, können sie ziemlich zerstörerisch sein. Wir können sie als Projektile verwenden. Wir füllen sie mit brennbarer Flüssigkeit und zünden sie an. Oh, okay, das wird super. Na klar. Schwer bewaffnet, alles klar. Gut, sonst können wir hier, glaube ich, nichts machen. Das schwarze Kleid, ich glaube nicht, nee. Was ist das nochmal? Ach, genau, Glasscheiben waren das. Okay. Sonst können wir hier, glaube ich, auch nichts machen. Ich glaube, Agatha wird sich auch nicht für das schwarze Kleid. Nee, okay. Na gut. Vielleicht die beiden Trollers draußen. Vielleicht haben die Bock auf das schwarze Kleid. Das könnte natürlich noch sein. Ich glaube, sonst können wir hier auch nicht rein, ne? Das ist Agathas Haus. Sie ist vermutlich im Hinterzimmer. Okay, da ist nur diese Windel wieder. In den Glascontainern waren wir ja schon. Na gut, aber jetzt haben wir wenigstens mal die Projektile. Hier ist der Twerkman. Okay, hier rein. Okay. Okay, gut. Da kann man nichts machen. Dann würde ich sagen, versuchen wir mal. Und da können wir vielleicht mit dem Ticket hier auf das. Ach, damit lassen sie mich nicht in den Bus. Okay. Schade. Kennt niemand in diesem Haus. Das heißt, wir müssen irgendwie das Busticket verändern, sodass es ein Jugendticket wird, ne? Was haltet ihr von meinem Kleid? Furchtbar. Es ist sowieso nicht groß genug, um einen Unterrock darunter zu ziehen. Wir wollen es nicht. Ach, halt doch mal euer Maul, ey. Ihr wollt ja eine Frucht? Nein. Okay. Dann nicht. Achso, genau, das ist hier. Aber ich wollte ja Papa sowieso das Bild zeigen von Omi. Oder Mama vielleicht. Vielleicht will die das sehen. Hier. Mutti. Hast du das Porträt von Oma gesehen? Sie ist so schön auf dem Porträt aus, oder? An ihrer Stelle hätte ich das Foto in einer Zeitschrift verkauft. Ich
bin sicher, da hätte sich, sie hätte sie einiges für bekommen. Okay. Wer hier das schwarze Kleid? Du wirst mir da verzeihen müssen, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Okay. Das war leider eine Info an uns. So, Papa, was sagst du denn zu Oma? Hast du das Porträt von Oma gesehen? Was machst du damit? Lass es da, wo es war, sonst wird Opa wütend. Naja. Ich glaube, der Opa wird da nicht mehr wütend. Glaube ich zumindest. Okay. Fähre ich hier den Buscoupon? Nee. Fähre ich wieder hier ein bisschen Früchte? Nee. Oder Werkzeug? Okay, das ist mein Werkzeug. Okay. Sonst haben wir hier, glaube ich, auch nichts. Nee. Okay. Also wir müssen irgendwie das Busticket verändern, sodass wir damit zum Schrottplatz fahren können. Denke ich. Können wir ihr das vielleicht geben? Nee, wir sollten etwas anderes versuchen. Okay. Dann müssen wir irgendwas anderes machen. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal in alle. Oder können wir vielleicht das irgendwie in unserem Rechner irgendwie was? Weiß ich nicht, so. Sowas wie umprogrammieren oder sowas. So, dass wir da irgendwie. Nein, okay. Dann halt nicht. Nein. Okay, ist nichts Interessantes. Ne, gut. Dann gehen wir hier erstmal wieder raus, suchen nochmal nach einer anderen Lösung. Okay, erstmal hier weiter rüber. Gut, die wollen ja nicht mit uns reden. Okay, da wollen wir nicht rein. Keine Zeit, beziehungsweise auch kein Hunger. Okay, die können uns wahrscheinlich auch nicht helfen. Das ist Oma. Und wenn ich ihr das zeige. Genau. Okay, sie wird es nicht brauchen. Vielleicht hier mit dem Schwarzen. Okay. Ist besser, wenn sie weiß, dass, nicht weiß, dass wir das Kleid genommen haben. Will sie vielleicht Bananen? Okay. Okay, ist verschlossen. Können wir die aufbrechen vielleicht? Nee. Können wir auch nicht aufbrechen. Schade. Dann können wir hier, glaube ich, bei Oma nichts machen. Okay, da können wir auch nichts von abschrauben. Okay. Nee, das kennst du auch nicht. Ich mag deinen Hund, das haben wir schon gemacht. Schrottplatz. Okay. Ja, ich muss an die Arbeit. Okay. Sonst gibt es hier nur noch ihn. Nein. Ah, fuck. Nein. Da wieder rüber. Will er vielleicht irgendwas machen mit dem Bild? Nee. Ey, ich habe das sehr wohl durchdacht. Was willst du denn von mir? Vielleicht eher nicht. Können wir ihm Geld geben? Okay, das behalte ich besser. Dann, wollen die vielleicht mein geiles schwarzes Kleid haben? Oder das Bild? Wollen die das Bild? Nein. Wollen die eine Banane? Hättest du gerne etwas Obst? Nein, danke. Ich mag nur Bananen, aber nicht diese Art. Oh Gott. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wird es doch mal Zeit für ein Schlückchen, oder? Sollen wir einen Schluck nehmen, um schauen, ob es uns inspiriert? Ja, das versuchen wir mal. Jawohl. Einen großen, kräftigen Schluck. Ein Buscoupon für Senioren und das Kleid meiner Oma. Hast du eine Idee? Ach so. So. Ach so.
Können wir das Kleid anziehen? Aber wir können es jetzt, glaube ich, nicht so anziehen, oder? Nee. Okay. Dann gehen wir mal zur Bushaltestelle und klicken da einfach mal auf die Bushaltestelle mit dem schwarzen Kleid, sodass wir hoffentlich uns des schwarzen Kleides ermächtigen, um dann zum Schrottplatz zu fahren. Das wäre doch was. So. Oh, ja, und dann. Du wirst mir verzeihen müssen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Warum? Du hast ein Busticket für Renner. Ja, deswegen habe ich dir doch gesagt, du sollst das anziehen. Warum machst du nicht? Okay, Oma Schwarz, so ein Gehstock und ein Schal. Aber ich will mir das anziehen. Und hier innen drin kann ich nichts verwenden. Doch, das ist eine super Idee. Das ist eine super, super Idee. Komm, wir nehmen noch einen Schluck, vielleicht. Bevor wir jetzt hier wieder 3 Stunden rumsuchen. Uiuiuiui. Ich bin so betrunken, mir ist danach, mich zu verkleiden. Aber ich muss einen Ort finden, wo ich mich umziehen kann. Ach so. Das macht natürlich Sinn. Bei mir? Zu Hause vielleicht? Im Bad vielleicht? Ich meinte im Bad vielleicht? Okay, wir müssen das nicht waschen. Können wir das schwarze Kleid hier reinhängen? Sollen wir das versuchen? Ja, aber wo will ich mich denn umziehen? Wie kann ich das denn machen? Gehstock und ein Schal. Da war irgendwo mal eine Umkleide? Nicht, dass ich wüsste, oder? Komm, wir versuchen es nochmal. Vielleicht fällt sie um. Ah ne, schade. Es kommt immer, ich dachte, das wird jetzt noch extremer. Ich glaube, ich bin betrunken. Hier gibt es nichts zu tun. Okay, ich muss also einen Platz finden, wo ich mich umziehen kann. Aber wo könnte das sein? Hier drin? Da komme ich nie rein. Okay, kennt ihr hier niemanden? Tja, wo können wir uns umziehen? Wo könnten wir uns umziehen? Gibt's auch keine. Ah, warte mal. Da. Jawohl, Angriff der Granny Car. Jawohl. Alles klar. Na gut, das hat ja kaum lange gedauert. Und wir sind natürlich auch komplett selber drauf gekommen. Ja, okay. Ja, bla 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 bla. Hin. Auf das wir in unseren Alltagen. Achso, der Bus wird erst in einer Weile hier sein. Wir können das Beste aus der Zeit machen und ein paar
andere Dinge erledigen. Aber was? Ich meine, warum sollten wir das tun? Unverschämte alte Frau. Lass uns in Ruhe und fass unsere Blumster nicht an. Hey, was seid ihr denn für Ficker? Okay, die wissen, dass ich verkleidet bin. Aber was könnte ich, was brauche ich denn noch, wo ich mich verkleiden müsste? Haben wir jetzt Zeit? Nein, keine Zeit für Burger. Es ist immer Zeit für Burger. Es ist eine Frechheit, sowas zu behaupten. Vielleicht bei Oma rein? Okay, keine gute Idee, da bei unserer Oma reinzugehen, während wir das Kleid von ihr tragen. Was war denn hier vor? Hallo, junger Mann. Wie geht's? Ich mag deinen Hund. Ja, nö. Alles klar. Können wir damit vielleicht zu... Okay, wir nehmen den in Visit. Ah, warte mal. Können wir vielleicht dem Vorarbeiter nochmal um den Sack gehen? Oder hier den beiden Mädels? Hallo. Hallo, wie geht es Ihnen? Sind Sie auf der Suche nach einer guten alten Zeit? Wenn ja, habe ich einen Freund, der Sie für Ihren guten Preis wieder aufleben lässt. Was ist los? Kein Interesse an der Partyszene? Genießen Sie es, solange Sie können. Sie haben vermutlich nicht mehr lange Zeit dafür. Ein anderer Mal vielleicht, danke. Okay, na, alles klar, viel Glück. Wie geil, ey. Okay, irgendwie... Hallo, Hübscher. Gute Frau, aus dem Weg, wir arbeiten. Sie sind aber sehr unhöflich. Yep, das, was immer Sie sagen. Gehen Sie zurück ins Altersheim und lassen Sie mich in Frieden. Hat er das wirklich gesagt? Sie sind echt ein tolles Vorbild für eure Kinder. Was für Kinder, ich kann Omas nicht leiden, die sich einmischen. Und Kinder noch weniger. Gehen Sie nach Hause. Okay, das gibt's ja wohl nicht. Was sagt denn hier der Obdachlose? Okay, sieht aus, als gefallen ihnen Opas Zeitschriften. Okay, der hat ganz andere Dinge zu tun. Der spielt 5 gegen Willi. Ja. Okay. Vielleicht können wir nochmal mit Agatha sprechen. Wir sprechen einfach nochmal mit allen. Die uns auf unserem Weg bisher begegnet sind. Unsere Reise. Hier können wir nicht rein. Das nächste müsste dann halt, glaube ich, der Eisenbahnladen sein. Bis nach Hause sollten wir nicht gehen. Hier stehen diese komischen Mädels vor. Da können wir nicht rein. Hier wollen sie nicht rein. Hier können wir noch nicht mitfahren. Da wollen wir nochmal rein. Irons würde mich definitiv erkennen, okay. Wir regen besser keinen Verdacht. Alles klar. Aber die Mutter von Agatha wird uns auch erkennen. Was ist mit ihm denn vielleicht? Entschuldige mich. Du bist als Gunman verkleidet, korrekt? Wow, du magst Anime? Du bist eine moderne Oma. Yep, ich bin als Gundam verkleidet. Genauer gesagt RX-78-2 Gundam. Ah, meine Enkelin steht auf diese japanischen Comics. Was genau machst du da? Das ist mein Paarungsritual. Ich muss jemanden finden, der wie ich auf riesige Roboter steht. Ich bin 48 Jahre alt und immer noch Jungfrau. Naja, meine Enkelin steht auch auf große Roboter. Aber du könntest ihr Vater sein. Also vielleicht eher nicht. Okay, ja, das ist keine gute Idee. Ich muss gehen. Viel Glück, ich hoffe, du findest bald eine Freundin. Danke, ich glaube, heute werde ich meine Aphrodite kennenlernen. Wenn du ein bisschen weiter nach links gehst, da stehen so ein paar Aphroditen, die, egal, dass Mama weiß, wer ich bin, genau. Die, denke ich mal, könntest du fragen. Die werden dir dann helfen bei deinem jungfräulichen Problem. Riesige Oma-Schlüpfer. Die müssen Agathas Mama gehören. Oh Gott. Okay. Ja, gut. Also eigentlich eher nicht gut, weil ich jetzt gerade nicht weiß, was wir noch tun sollen. Aber das wird jetzt ein Problem für
ja, den, die nächste Aufnahme sein. Denn für heute ist es leider schon wieder vorbei. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sind jetzt als Oma verkleidet und müssen irgendwie in den Bus kommen. Aber davor haben wir noch irgendwas vorher zu erledigen, was auch immer es ist. Aber das finden wir dann eben beim, in der nächsten Folge raus. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Mechanika. Bis dahin, auf Wiedersehen.